Ja, guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde und Bekannte. Hier ist wieder Lars Timmermann. Ich bin der Direktor der Klinik für Neurologie und im Zentrum für Notfallmedizin am Universitätsklinikum Marburg. Ganz herzlichen Dank für die vielen sehr positiven Rückmeldungen zu den ersten Videos. Das hat mir große Freude gemacht und ich hoffe auch, damit anderen helfen zu können in unserem Team, aber natürlich auch außerhalb des Klinikums. Ein Thema, was mir wiedergespiegelt worden ist, was vielen wirklich Sorgen macht, ist Intensivmedizin, gerade im Zusammenhang jetzt mit dieser Corona-Krise. Und da möchte ich dem einen oder anderen, der vielleicht nicht so vertraut ist mit der Intensivmedizin, berichten, was wir inzwischen schon wissen. Zum einen aus den Daten von den Kollegen aus China, zum anderen aber von den Daten aus Frankreich, aus Italien und unseren eigenen Erfahrungen. Das Erste, und ich glaube, das ist ganz wichtig, der Anteil der Patienten, die an dem SARS-CoV-2-Virus erkranken und damit die Covid-Erkrankung bekommen, die Anzahl der Patienten, die intensivmedizinisch behandelt werden müssen, ist sehr klein. Wie genau sie wirklich ist, wissen wir gar nicht so genau, denn wir erkennen ja gar nicht alle Infizierten. Wahrscheinlich liegt die Anzahl der intensivmedizinisch zu Behandelnden zwischen etwas unter 1% bis 5%. In dem Rahmen wird es sich bewegen. Warum brauchen wir Intensivmedizin, um diese Patienten zu verbessern? Das Kernproblem scheint zu sein, dass in den Studien im Mittel nach 5 Tagen, nach den ersten Anzeichen, die ja etwa grippeähnlich sind, mit etwas Fieber dabei, die Patienten Luftnot bekommen. Und aus allen Zahlen, aber auch aus unseren eigenen Erfahrungen wissen wir, dass wenn die Luftnot auftritt, dass wir dann sehr schnell gucken müssen, dass wir die Patienten stützen. Der normale Sauerstoff, den wir zum Beispiel über die Nase geben, scheint nicht immer ausreichend zu sein. Und eine Methode, die sonst sehr erfolgreich ist, ist die nicht-invasive Beatmung. Das bedeutet, dass man ganz viel Luft durch die Nase den Patienten gibt, damit sie trotz einer verminderten Lungenoberfläche trotzdem genügend Blut mit Sauerstoff anreichern können. Diese NIV-Beatmung ist aus 2 Gründen bei den Covid-erkrankten Patienten nicht gut. Das eine ist, dass dann möglicherweise kleine Tröpfchen mit dem Virus durch die Gegend fliegen und damit auch das Personal auf unseren Intensivstationen gefährden. Zum anderen scheinen alle Daten darauf hinzuweisen, dass das nicht besonders erfolgreich ist. Erfolgreicher scheint eher zu sein die Beatmung, dass also Patienten über einen Schlauch und eine Beatmungsmaschine tatsächlich beatmet werden. Und dann kann man mehr Sauerstoff geben als in der normalen Luft. Und viele Patienten durch diese kritische Phase recht gut hindurchbringen. Und für den Fall, dass vielleicht das trotzdem noch nicht reicht, haben wir in Deutschland an vielen Standorten und natürlich auch bei uns in Marburg ein Verfahren, das heißt ECMO. Was ist das? Das sind Membranen, die für ein paar Tage, vielleicht sogar auch länger, die Funktion der Lunge übernehmen können. Das bedeutet, das Blut, das eben durch die Adern schwimmt, kann durch eine Membran mit Sauerstoff angereichert werden und damit die ausgefallene Lunge für ein paar Tage oder so lange, wie es nötig ist, ersetzen. Andere Maßnahmen, die wir machen müssen, ist natürlich das Herz zu stützen, was in dem Fall der Covid-Erkrankung gar nicht so häufig ist. Und schlussendlich, wir müssen bei dem einen oder anderen auch auf die Nierenfunktion achten. Dafür können wir auf unseren Intensivstationen, wie fast überall in Deutschland, auch das Blut waschen und eine Dialyse machen. Mit anderen Worten, ein kleiner Anteil der Patienten, die an dem SARS-CoV-2-Virus erkranken, werden intensivpflichtig. Aber bei uns in Deutschland und insbesondere bei uns in Marburg, und wir viele Möglichkeiten, den Patienten da zu helfen, wo es besonders kritisch ist, nämlich in der Lungenfunktion. Und es gibt eine Reihe von Parametern, an denen wir alle zusammenarbeiten, um zu erkennen, welcher ist der besonders kritische Patient
und welches der Patient, der möglicherweise auch andere Maßnahmen noch braucht. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank an mein ganzes Team auf der Intensivstation, an die vielen Kollegen draußen, die uns helfen, von den Niedergelassenen, von den vielen Unterstützenden, insbesondere auch vom Rettungsdienst. Bleiben Sie bitte gesund und auf Wiederhören.